Okay, wir sind doch wieder, also wir müssen ja sowieso zuerst in den Kamasaki-Distrikt. Und ich bin so, wir werden einfach hier, wir müssen ja von hier zum Doya-Distrikt. Ich werde mich ein bisschen hier umschauen, doch noch. Der Fleischbrötchen da an. Willkommen! Was für ein unbeschreiblicher Geruch. Willst du eins essen, Meister? Isst du ein paar Fleischbrötchen? Nein. Ja. Ich denke, dass ich da passen werde. Ah, du isst doch keins. Was ist, wenn du dich auf deinem Sterbebett darüber ärgern wirst? Ich glaube nicht, dass es so, dass ich es so bereuen werde. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Schiss vor diesen Fleischbrötchen. Irgendwie machen die mich unrund. Als ob da irgendwelche Drogen drin sind. Ey, war's nicht. Was ist das? Ein Limo? Achso, das haben wir schon. Will ich nicht essen. So, hallo. Entschuldigung, darf ich dich etwas fragen? Na sicher, ich hoffe, ich kann behilflich sein. Weißt du etwas über das geheime Labor? Das geheime Labor? Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich es davon schon einmal gehört habe. Ich verstehe, vielen Dank. Gut. Dann sammeln wir ein bisschen Informationen und schauen uns ein bisschen um. Da oben am Dach. Das war ja der eigentliche Treffpunkt. Okay. Das haben wir schon mal angeschaut. Ja. Hier drüben steht noch jemand, der was weiß. Vielleicht. Entschuldigung, ich möchte dich etwas fragen. Hast du schon einmal von einem Geheimlabor gehört? Das kommt mir bekannt vor. Oder vielleicht auch nicht. Fällt dir etwas ein? Irgendwas? Ich glaube, ich habe mal einen ähnlichen Film gesehen. Es war eine Komödie über dumme wissenschaftliche Experimente. Was natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Gut. Keine große Hilfe. Da können wir runtergehen, aber zuerst reden wir mit ihm hier. Brauchst du etwas von mir? Weißt du etwas über ein geheimes Labor? Kein Plan. Da macht's nicht Glück. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. So, im Untergrund. Da sind mehrere. Na was? Weil sonst gut. Dieser Laden könnte das haben, was du suchst. Oh, ich wollte gerade den Laden schließen. Willst du etwas kaufen? Tut mir leid, dass ich störe, aber... Oh, mach dir keine Sorgen. Nimm dir Zeit und schau dich um. Das Ding, das der Besitzer da hat, könnte es sein? Hey, das da. Du meinst das? Mir wurde gesagt, es wäre eine Art legendäres Metall oder so etwas, aber es sieht aus wie wertloser Schrott. Sie haben mich wirklich über den Tisch gezogen. Ich muss noch viel lernen, um solche Dinge zu erkennen. Würden Sie es mir geben? Möglicherweise zu einem sehr niedrigen Preis? Nun, wenn du es mir aus den Augen schaffst, gehört es ganz dir, Süßer. Ich war sowieso kurz davor, es wegzuwerfen. Wie nett. Meister erhält Fälschung. Orachalkos Fälschung. Yes. In Ordnung, zeigen wir es ihm. Wie cool, der Soundeffekt war so von einem RPG halt. Sehr cool. Was ist? Sprech mir nicht an! Ich trete dir in den Arsch! Hä? Wir sollten besser nicht mit diesem Typen reden. Heieiei, manche Leute. Unhöflich. Friedenswächter waren das. Okay. Da. Hast du was zu erzählen? Sieht aus, als habe es der Widerstand vermasselt. Natürlich konnten diese Bastarde nichts ändern. Reden wir mit jemand anderem. Gut. Ich weiß nicht, was das heißt. Warum? Hey, weißt du was? Was? Ich habe gerade ein erstaunliches Gerücht gehört. Geht es zufällig um ein geheimes Labor? Was ist das denn? Nein! Ich habe gehört, dass die Dame den Block runter ihren Mann betrügt. Ist das nicht interessant? Nicht wirklich. Hui. Haben wir alle Leute befragt, oder was?
Gut. Wir haben nicht wirklich was erfahren. Außer, dass keine Sau was weiß. Naja, woher sollten sie auch irgendwas wissen, um ehrlich zu sein? Du hast doch überhaupt keine Beine. In der Form. Du fliegst! Nee, war's nicht. Vielleicht müssten wir Hallara besuchen, oder? Das Sperrgebiet? Er hat uns ja Unterstützung angeboten. Vor allem, er ist der CEO. Ich meine, wir können es versuchen. Okay. Besuchen wir Makoto und fragen ihn. Wieso sollte uns irgendwer aufhalten? So, wir müssen da wieder ganz nach hinten latschen. Schauen wir mal, hast du was zu erzählen? Das ist also der Doja-Distrikt. Ich habe es gehört, aber ich kann nicht glauben, dass er wirklich überflutet wurde. Wohnst du auch hier? Eigentlich nicht. Aha. Nun, in letzter Zeit ist viel passiert, also pass auf dich auf, okay? Könnte immer noch gefährlich sein. Netter Typ. Warte, kann ich da irgendwas nochmal anschauen? Irgendwas anderes? Bedienen selbst. Nein, der Hund passt darauf auf. Tiff, 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 tiff. So, steht da noch jemand? Noch ein Kind? Kind, das mehr möchte. Ich will die ganze Welt für mich erfahren. Sie kommen doch von außerhalb des Kanalbezirks, richtig daher? Ja, stimmt. Stimmt es, dass es außer Regen auch anderes Wetter gibt? Ja, das stimmt. Manchmal ist es sonnig ohne eine Wolke am Himmel. Dann liegt Schnee, der fällt auch, aber es ist pudriges Eis. Eis fällt vom Himmel, das ist so cool. Ich will ihn irgendwann mal sehen. Oh, how sweet. Was ist das denn? Anzeige? Die Straßenwerbung zeigt das Symbol der Amaterasu Corporation. Diese schamlose Machtdemonstration kotzt mich wirklich an. Wie können sie sich Widerstand schimpfen, wenn sie diese Dinger nicht zerschlagen? Naja. Hallo. Du bist dieser Flüchtige, Yuma, oder? Nein, ich wurde reingelegt. Halt den Mund, Terrorist, oder nicht eine falsche Bewegung und ich nehme dich mit. Diskutieren nützt nichts. Ja, zumindest lässt er uns in Frieden. Solange wir nichts anstellen. Und wir rennen ja sowieso nur blöd durch die Gegend. Nix.
Bleib genau dort stehen. Dieses Gebiet steht derzeit unter der Kontrolle der Matrazo-Friedenswächter. Geh weiter und du wirst bestraft. Und verhaftet. Ich gehe besser zurück. Okay. Aber ich kann hier vorbeigehen. Ja, okay. Genau dort stehen. Okay. Okay. So, da hinten müssen wir hin. Das heißt, wir müssen da hoch. Hier ist nichts Neues, glaube ich. Ah nein, da hinten steht noch einer im im Viereck. Mit dem rede ich noch schnell. Du? Nein. Du. Sakerna. Verdammt, diese Friedenswächter laufen hier herum, als ob ich ihnen der Ort gehöre. Es ist mir egal, ob sie nach dem Widerstand suchen oder was auch immer. Wir brauchen hier keine Fremden. Was glaubst du so, Scheißkerl? Willst du ein Knöchel-Sandwich? Knöchel-Sandwich, what the fuck? Es tut mir leid, ich bin schon weg. Der hat sich gerade bewegt und ich habe mich wirklich angeschissen, Alter. Ich dachte, er fängt jetzt an zuzuschlagen, weil ich nicht schnell genug lese. Okay. Ich hoffe, dass all diese Menschen irgendwann schön erleben können. Weg mit dem Bus! So, da hinten. Hier steht auch noch wer. Da. Der Widerstand. Es ist sinnlos. Es gibt keine Möglichkeit, die Amaterasu Corporation zu verändern. Gut. Ist ja auch geklärt. Traurig. Da ist irgendwas eingezogen. Achso, das ist der Typ, der unten steht im Viereck. Okay. Und hier müsste ja was drin sein. Ha. Wer sind Sie denn? Es tut mir leid, dass du die Schuld für diesen Terroranschlag abbekommst. Danke. Der Widerstand ist gerade in völligem Aufruhr. Sachi ist tot und Icardi... Aber wir haben keine andere Wahl, als unser Leben hier weiterzuleben. Ah! Du bist frei? Plakate... Sonst ist hier nichts. Nö, die haben wir schon alle angeschaut, okay. Yo! Servan? Nicht so laut! Was, wenn nicht jemand entdeckt? Ich habe etwas von Margulor für dich. Danke, das ist wirklich hilfreich. Was machst du hier, Servan? Wurdest du nicht von den Friedenswächtern gefangen genommen? Tja, weißt du... Ich wurde von diesem Friedenswächter Gylom weggeschafft, zusammen mit Icardis Leiche. Als Direktor Yomi auftauchte, entstand ein Tumult und ich konnte fliehen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber Yomi war stinksauer und Gylom und die anderen bekamen es ab. Lag es daran, dass Makoto ihn aufgehalten hat? Es war die perfekte Gelegenheit für mich zu fliehen. Und dann hast du Margulor gebeten, dir zu helfen, dich zu verstecken? Ja. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich wohl irgendwo zusammengebrochen und wieder gefangen genommen worden. Du kannst dir mal ausrichten, wie dankbar ich bin. Klar, kein Problem. Na gut. Haben wir das auch erledigt? Ich glaube. Ja, damit sind wir noch fertig. Dann ab in den Kawasaki-Distrikt. Tschaio. Gut, dann geben wir hier mal die Waffe. Und hoffen, dass es hier damit besser geht. Nee. Mein Wecker hat geläutet. Es ist 18 Uhr. Bei mir. Was ist, Junge? Hast du irgendwas für mich? Ja, du musst das hier nehmen. Eine Waffe? Das ist ein Geschenk von Sachi. Er hat sie Margulor zur Aufbewahrung überlassen. Von Sachi? Außerdem wollte er dir Folgendes sagen. Das ist keine echte Waffe. Es ist eine Fälschung, nicht in der Lage, ein Leben zu nehmen. Das muss etwas bedeuten. Diese Worte waren Teil von Sachis Geschenk an dich. Sachi. Hi. Ich verstehe. Er mag weg sein, aber ich werde weitermachen. Masaka. Eine Waffe? Du da, was hast du damit vor? Wir hauen besser ab, Yuma. Hi. Genau. Sieht aus... Als wären wir noch mal davon gekommen. Hi. Ja, ich glaube nicht, dass uns jemand gefolgt ist. Kansashimasu.
Danke, Yuma. Dank dir habe ich eine neue Perspektive. Sachi mag nicht mehr unter uns weilen, aber ich werde den Widerstand am Leben erhalten. Ich werde diese Waffe nutzen, um die Welt zu schaffen, die Sachi sich vorgestellt hat. Während Iruka diese Worte sprach, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Wie schön! Verloren im Regen, erledigt. So, wir sind im Ginma-Distrikt. Ich glaube, das ist eh der letzte Ort, wo wir hin müssen. Jo. Dann können wir da gleich weitergehen zum Tower. Everything is falling into place. Nein, ich warte nicht! Danke. Jetzt geben wir dem Typen dieses Schwert oder was auch immer. Und keine Ahnung. Alle sind glücklich. Justice! Danach hat Fubuki gesucht, oder? Das kann nicht sein. Ich gebe mich geschlagen. Sie sagte, dass sie Orekalkos haben wollte. Das Schwert der Legende wollte sie damit schmieden. Aber ich konnte es nicht für sie finden. Du bist jetzt ein Mitglied des Clubs. Nein, du solltest der Anführer sein. Ich hatte nie vor, irgendwas davon zu werden. Wie auch immer, du kannst es haben, wenn du willst. Bist du dir da sicher? Ich brauche das nicht. Aber außerdem kann ich mir schon vorstellen, was Fubuki sagen würde. Kein echter Held würde dem Schwert der Legende den Rücken zudrehen. Was ist das? Ein Liebesgeständnis? Nein, ich glaube nicht. Es gilt keine Zeit zu verlieren. Ich muss das Schwert der Legende spielen und ein Held werden. Okay. Das ist mal einer, der das Leben in vollen Zügen genießt. Lauter Idioten. Gut, ab zum Tower. Yeah! Ich kann es von hier nicht sehen. Ich kann zumindest nicht nach oben sehen. Oh, L drücken bitte. Jetzt even worse! Ich finde den gar nicht so schlimm. Ich meine. Puh. Ja, Yuma. Okaeri. Okay, danke schön. Ja, ich war ja schon mal. Ich war schon mal hier? Die magischen Türen. Paint me like one of your French girls, Yuma. Eine Melonensetzling? Du bist ein komischer Kauz. Welche Situation? どうせ中身はスパイか殺し屋さ。人間は信用ならない。セキュリティは機械に任せてある。もちろん、アマテラス社製のね。君たちがすんなり入ってこられたのは、セキュリティにあらかじめそう設定しておいたからだ。ねっす。そうだったんですか。ありがとうございます。ねえ。水臭いことを言わないでくれよ。僕と君の仲じゃないか。 Das Ding ist ja, er hat ja bis jetzt noch nichts getan, was gegen ihn spricht, finde ich. Er hat uns gerettet, er hat uns dann nochmal gerettet, er hat uns Informationen gegeben und sowas. Also, er hat bis jetzt noch nichts getan, weswegen er ein Misstrauen verdient hat, finde ich persönlich. Ich vertraue ihm zwar nicht hundertprozentig und sowas und würde den Rücken nicht zu ihm umdrehen, aber wir stehen noch am Anfang unserer Beziehung, nicht wahr? Also,
Okay. Was ist mit dir? Yuma-kun. Fragen wir Mr. Makoto danach. Okay. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier umschaue, dann kommt nichts Neues, oder? Wir haben uns letztes Mal ja gründlich umgesehen, also lassen wir das einfach. Entschuldigung, ich muss da durch. Und mach einfach weiter. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Neues kommen würde, wenn wir uns umschauen. Sag mal, Rosh ist auf einmal im Hintergrund. Ist das der Regen? Ist ein bisschen blöd. Ich kann nichts für den Regen im Hintergrund, Leute. Das rauscht jetzt vielleicht ein bisschen. Bin ich nicht. Was ist das? Was ist da drin passiert? Ah! Ja, wirklich, ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt. まず研究所がどこにあるかって。もちろんアマテラス本社の中だよ。え?アマテラス社の中なの?立ち入り禁止区域じゃなくて?オッケー。このペタンコめ、ガセを使わせやがって。へい。よしなよ。それどころじゃないって。 どうした?普通すぎて意外だった?でも、当然だろ?アマテラス社の中なら部外者は決して入れない。この街で一番セキュリティが厳重な場所だからね。でも、あなたなら入れるんですよね。もちろんだけど、ただ、Es ist nicht so verdächtig, wie du vielleicht glaubst. Er plaudert einfach hier über Firmengeheimnisse, so, ja, kein Problem. Ganz entspannt. Merkwürdiger Typ. Ganz merkwürdig. Ja, weil wir über die Homunculus forschen? Ich weiß es eigentlich nicht ganz genau. Kannst du dich vielleicht mal aufsetzen? Ich finde das irgendwie merkwürdig. Soll ich mich auch so hinlegen wie er? Dann halten wir beide so ein Gespräch. Wie zu einem Mädchen beim Übernachten. そして君たち探偵が金井区の不正を潰す救世主になり得ると信じている。だからこそ潜水艦だってプレゼントしたんだよ。僕は今金井区に隠された秘密について調べています。そこで不死の怪物であるホムンクルス、 さらには秘密の研究所の存在を知りました。もしかしてその研究所ではホムンクルスの研究が行われているんじゃないですか。不死の怪物の研究が。不死の怪物だって。そういえば前にも聞いてきたね。ホムンクルスという言葉に聞き覚えはないかって。 Vielleicht weiß er auch nichts davon, obwohl er der CEO ist. Es kann ja gut sein, dass irgendjemand das im Geheimen macht, weil offenbar der Hellsmile kommt ja mit ihm auch nicht gut zurecht, mag ihn nicht und muss sich ihm aber beugen, weil er der CEO ist. Also vielleicht hat irgendwer ein... Weil er sagt, das Geheimlabor ist im Hauptquartier und vielleicht gibt es aber auch ein anderes Geheimlabor, das so ein paar Abtrünnige von Amaterasu sozusagen sich selbst
aufgebaut haben und sowas. Ich weiß es nicht. Ja, das sagt er. Ja. Er weiß genau, wie es ausschaut. Du lässt das einfach ins Labor rein? That's crazy, man. Jetzt hat der Regen aufgehört, weil wir von der anderen Seite anschauen. あの研究所に誘おうと思ってたんだ。は？どういう意味ですか？まあ、詳しいことは研究所で話すよ。ただし、招待できるのは1人だけだ。大人数では僕が面倒を見切れないからね。人数が増えるほど保安部に見つかる可能性も増えちゃうからさ。見つかるとまずいんですか？ なや。部外者は一切立ち入り禁止だからね。何しろアマテラス社の心臓部だ。例外はない。私は？ついてったらダメですか？入れるのは一人だけ。ユーマの代わりに君が行くというのならありだ。そう、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 そ